So, und herzlich willkommen zurück zur nächsten Folge Skyrim hier bei mir auf dem Kanal. Und ja, wir sind gerade noch am rumfrinseln. Pferdefell, Säbelzahntiger, Pelz. Aber ich glaube, das wird die letzte Folge aus der Aufnahmesession. Es geht schon auf zum 2 zu und auf 7 Stunden. Und ich wollte eigentlich nicht mehr so viel vorspielen quasi. Ich will nicht so viel vorspielen. Also auch klingt auch falsch. Absolut falsch. Wir hatten in Objekten aber eigentlich hätte hier irgendwas von Twemer. Wo ist das hin? Zwergischer Metallbahn. Ach so. Der ist schon, das ist schon Metallbahn. Alles klar, mir fehlen halt, also gleich. Ich verstehe. Okay, wie sieht es mit dem Gewicht aus? 295 von 445. Dann würde ich sagen, wir... Was machen wir denn jetzt? Wie sieht's denn aus bei der Mjolle? Wir haben den Stab geholt. Hier kurz mal in meinen Questlog gucken. Ich habe so einen Questlog bei Google Docs, wo ich mit der Julia abgleiche, welche Quests sie gemacht hat und welche ich gemacht habe, damit wir ungefähr denselben Queststand haben. Kann ich jetzt hier abhaken, der denkwürdiger Nacht mit dem Sangio Inu hier, dem Spinner. Hier, Hendraheim, lese den Brief mit Level 10, der mit dem Kurier kommt. Hendraheim, ich kann mal suchen, Hendraheim, aber ich habe vorhin schon mal geguckt, ich glaube, ich habe den noch nicht. Den Brief. Den kann man auch nicht triggern, meine ich. Nee. Denkwürdige Nacht. Nacht mal suchen. Die Nachtigallen, Wahrheit oder Legenden. Ne, habe ich noch nicht. Schade, ich würde das gerne haben, das Haus. Aber nein, da fehlt mir. Sind noch mehr Häuser auf jeden Fall. Ah, Tundragut, das haben wir ja. Wenn ich werde dann erstmal Tundra gut einrichten. Ich möchte gerne mit so Puppen, dass die das Zeug alles so ein bisschen weglegen. Waffen, sonstiges. Hier. Ach so, Angelfreunde haben wir noch nicht. Nicht kneifen. Nicht kneifen. Nicht kneifen. Da muss ich ja mal gucken, wegen den Questen, was ich hier noch alles eintragen muss. Wetttrinken mit Sam ist abgeschlossen. Hilft den Einwohnern von Falkenring. Ah, da haben wir was offen. Guck hin. Das ist Julia fertig. Ich glaube, da haben wir was offen. Wir gucken mal schnell. Das würde mir noch gut zu Angesicht stehen. In der letzten Folge jetzt auf der Aufnahmesession. Ja, Mittwoch ist die nächste Aufnahmesession dann. Wusste doch nicht. So, J. Ich glaube, da war noch eine Sache offen. Hilft den Einwohnern von Falkenring. Feuerseite fehlt mir. Kann sein, dass wir es schon gemacht haben. Ja, wir haben es schon gemacht, ne? Wir sind schon anerkannt, also zählt das nicht. Kann ich das abhaken? Untersuche Felders Zahn. Glasbarsch. Lies das Gesuch Glasbarsch. Feuersalze, ich weiß nicht, da fehlen mir halt noch welche. Dämmerwacht.
So gucke ich nochmal weiter in meinen Questblock. Hilft den Einwohner vom Falkenring, habe ich dann dementsprechend auch fertig. Angelfreunde, was ist das hier? Die graue Kapuze von Noctural. Die graue Kapuze von... Die hat Julia auch, die haben wir noch nicht. Die graue Kapuze von Noctural. Gerüchten zufolge wurde der graue Fuchs auf dem Friedhof von Riften begraben. Sieh mal selbst nach und begegne man einem feindseligen Dieb, der sterben muss. Nach seinem Tod kann man eine Notiz des Diebes entnehmen, hinter der legendären Kapuze graue Fuchs her war. Seine einzige Spur ist der Codesatz Möge. Ah, Etta Osnef. Okay, Tod eines Diebes. Feindselig, wie heißt die Notiz? Weil den haben wir, glaube ich, schon getötet. Ich kann nicht mehr sagen, in welcher Folge. Aber wir haben den auszusehen. Grauen Fuchs. Legendären Kapuze des Grauen Fuchs. Ich check mal meinen Questlog. Statue der Libella. Hinweis. Das wird im Inventar sein, ne? Guck mal. Fuchs. Ne. Dieb. Dieb der Tugend. Aber haben wir schon gelesen. Ja, wie heißt denn die Notiz? Rifton. Berichten zufolge wurde der graue Fuchs auf dem Friedhof von Riften begraben. Sie sieht man selbst nach, begegnet man einem feindseligen Dieb, der sterben muss. Nach seinem Tod kann man eine Notiz des Diebes entnehmen. Notiz des Diebes. Haben wir nicht, ne? Nee. Die graue Kapuze. Können wir mal gucken. Die graue Kapuze. Wir können nach Riften reisen. Da locken wir dann eh aus dem Riften, denke ich mal. Weil wir da wieder einlocken dann am Mittwoch. Und wir haben ja jetzt eh gerade nicht mehr viel zu tun. In Weißlauf. Das ist natürlich ein Witz. Wir haben so viel zu tun. Wo ist der Friedhof? Wir können mal hingehen zu dem Friedhof. Aber vielleicht habe ich den Dieb noch nicht kalt gemacht. Vielleicht, ich weiß es nicht. Hier ist der Friedhof, oder? Nee. Ich habe schon viel von euch und eurem Süßholzgeraspel gehört. Okay, wegen dem Amulett von Mara. Ich muss zur Arbeit, in die Schwarzdornbrauerei. Bin morgen früh wieder zurück. Okay. Im Nachtschicht, oder was? Ja, krass. Wir können mal den Tag. Im Dunkeln ist scheiße, glaube ich. Im Dunkeln ist scheiße. Wir pennen mal 6 Uhr AM. Oh, ist ja gleich. 3 Stunden warten. Schön. Den Balimund. Bringen wir noch seinen Rotz. Seine Feuersalze. Aber ich weiß nicht, wo wir die zwei noch herkriegen wollen. Habt ihr gesehen, die haben sich einfach selber geplatzt, die Dinger. Die Stadt wurde einmal von diesen verdammten Banditen angegriffen. Sie kamen von östlich des Sees, aus Faldas Zahn. Aber das werden sie nicht noch einmal versuchen. Faldas Zahn. Zahn. Ah. Okay. Wo ist denn der Friedhof? Wo ist denn der blöde Friedhof? Achso, hier, da. Diebesgilde. Ich mach nochmal eine Schnellreise. Brauchen wir nicht so lange rummehren. Kostet zwar einen so ein Dings, aber das ist nicht so schlimm. Weil das ist der Friedhof hier. Dachte ich zumindestens. Sieht aus wie ein Friedhof, oder? Schlüssel erforderlich, haben wir nicht.
hier ist das Jarlhaus auf jeden Fall. Weißt du, das ist auch der Privatfriedhof von Jarl. Tja. Gut, Schwarzdorn. Da auch mal einbrechen dann demnächst. Was ist hier? Schrein des Talos. Ist das der Friedhof von Riften? Ich weiß es nicht. Lass der von Delvin über die Diebesgilde berichten. Das können wir auch mal machen. Makellose Saphire. Suche Fall der Zahlen. Dämmerstern. Rindlernest. Kaiserliche Armee. Anführer. Ist die Zehmquest. Erkunde Barde. Und Aventus. Nee, weiß ich nicht. Ich weiß es nicht. Vielleicht haben wir die Quest noch nicht. Vielleicht kriegen wir die Ost noch. Wir müssen irgendwo einen Dieb töten, das weiß ich. Ich glaube, dass ich das auch schon gemacht habe, aber aus irgendeinem Grund. Oder ist nicht. Habe ich keine Notiz oder irgendwas? Was gibt's denn? Nix. Soll es denn immer nur geben? Muss wieder zur Diebesgilde oder was? Das ist ja schräg. Das ist ja schräg. Halle der Toten? Das ist da vielleicht der Friedhof? Seid ihr hier, um die Grabpflegerin auszulachen? Nee. Wer bist du? Ich kann das Missfallen in euren Augen sehen. Ihr pflegt den Friedhof? Wenn ihr fragt, ob ich die Halle der Toten allein hüte, lautet die Antwort ja. Glaubt ihr vielleicht, hier würde auch nur einer zur Schaufel greifen, um mir zu helfen? Pah, soll doch die alte Alessandra die Drecksarbeit machen. Ich habe mich nicht um diese Stelle bemüht. Sie ist wegen meines Vaters an mir hängen geblieben. Ja, das glaube ich. Wolltet ihr euch mit eurem Vater versöhnen oder warum? Wieso trägt euer Vater die Schuld an eurer Arbeit? Ich würde gern die Reise zur Halle der Toten in Weißlauf antreten. Ich möchte Andurs, dem Verwalter, meinen Zeremonien durchgeben. Wenn er erst mit den sterblichen Überresten meines Vaters begraben ist, werde ich mich endlich in Frieden an ihn erinnern können. Ich kann ihn für euch überbringen. Ich hatte euch nicht gefragt, aus Angst, ihr würdet Nein sagen. Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Ah. Hier, ich vertraue euch den Dolch an. Bringt ihn Andurs. Er wird sich um alles Weitere kümmern. Okay, bringe Alessandras Dolch nach Andurs in Weißlauf. Okay. Was ist denn besonders an dem Dolch? Die Priester von Arkai erhalten zum Abschluss ihrer Ausbildung einen Zeremoniendolch. Er wird normalerweise von dem Oberpriester überreicht, der das Ritual durchgeführt hat. In meinem Fall war dieser Oberpriester mein Vater. Die Sache ist nur, ich wollte eigentlich nie in seine Fußstapfen treten. Und irgendwie will ich es selbst heute noch nicht. Okay. Aber habt ihr es dann doch getan? Ich musste es tun, der Ehre willen. Aber ich hatte zu lange gewartet. Mein Vater starb, bevor ich meine Ausbildung abschließen konnte. Als ich dann schließlich Priesterin wurde, überreichte man mir den Dolch des neuen Hohepriesters, obwohl ich schon den meines Vaters hatte. Ihr seht also, dass ich ihn zurückgeben muss. Es bricht die Tradition und ich muss ihm sagen, dass ich schließlich doch tat, was er immer wollte. Okay.
Also wenn ich das frage, dann ist es dasselbe. Mein Vater war ein Priester von Arkham. Ich hatte auch nie Freunde. Wer würde schon seine Zeit mit dem komischen, kleinen Mädchen, das mit den Toten spielt, verbringen wollen? Also wuchs ich eben mit diesem elenden Handwerk auf. Ich kenne nichts anderes, als die Toten zu präparieren und sie unter die Erde zu bringen. Okay. Seid vorsichtig. Die Pilgerreise zum Schrein ist kein Zuckerschlecken. Okay, das kriege ich hin. Kleidung will ich mal nicht rausklauen hier. Aber es gibt hier auch keinen Dieb, den wir erschlagen können. Aber cool gemacht hier. Richtig detailliert und so. Überlegen die Gebeine drinne. Ich glaube, das muss richtig müffeln in den, Gibt es sonst noch etwas, bevor ihr eure Reise antretet? Ja? Nee, hast du nichts weiter. Seid okay, vorsichtig. Die Pilgerreise zum Schrein ist kein Zuckerschlecken. Seid ihr auch vorsichtig, meine Gute. Tempel von Mara. Riften. Na gut, haben wir das gemacht. Haben wir den angenommen, die Dings. Wir könnten das eigentlich schnell machen, oder? Dann ist es abgeschlossen. Dann ist es in der einen Folge abgeschlossen. Als Endding, als Endstück. Das ist ja nur eine Nebenquest, glaube ich. Ja, genau. So, machen wir das. Und das wird dann unser letztes Stündlein, quasi. Weißlauf, hat sie ja gesagt. Weißlauf. Da blinkert aber nichts. Weil im Übersetzung stand Windhelm. Und das Gerät hat sie von Weißlauf. Verschiedenes. Hier. Solch. So Andors. Das kostet uns ein müdes Lächeln. Ich mache schnell eine Schnellreise hin. Und dann können wir dann da auch Schluss machen. Ein Weißlauf. Dann kann ich jetzt nochmal ganz kurz pennen. Papa, kann ich etwas Taschengeld bekommen? Jo. Was, 25? Danke. Wir pennen kurz, bis Tag ist. Oh, ist schon. 3 Stunden. Ja, ich penne nicht mehr viel. Bin alt. Bin gebrechlich. So, komm, meine Gute. Heiraten, überlegen wir uns dann, wie wir heiraten. Und ja, ich muss dann aber mich mit den ganzen Waffen aufmachen, die wir in der Kiste haben. Wo ich die Stats runterziehen will. So, Andors, wo bist du? Bringe alle zu Andors Dolch. Kann ja nur im Tempel sein, oder? Wo sonst? Wenn ihr mit den Schlössern hier herumspielt, werden wir ein richtiges Problem damit haben. Jo, Schlösser. Hey. Denkt ihr, ihr könntet Klinge an Klinge gegen mich antreten? Ihr würdet keine 6 Sekunden überleben. Okay. Gut. Genug. Und halten wir uns andere Mal. Ja, das ist jetzt zu viel. Wir dürfen nicht so viel durcheinander machen. Tempel der Kyranet. Das ist richtig? Oh ne, hier oben ist richtig, oder? Ah, hier. Halle der Toten. So, ey. Andors. Sagt mir, glaubt ihr an den mächtigen Arkai, den Gott des Lebens und des Todes? Nö. Gott des Todes kenne ich ihn gut, den kenne ich gut. Ja. Ich bin froh, das zu hören, denn ich brauche eure Hilfe. Seht ihr, ich habe etwas Kostbares verloren. Was war das denn? Was habt ihr denn verloren? Mein Amulett von Arkai. Es ist die Quelle meiner göttlichen Kräfte und ein heiliges Amtszeichen. Ich habe es in den Katakomben verloren. Ich würde danach suchen, aber ich habe dort unten Geräusche gehört. Ich fürchte, die Toten sind ruhelos geworden. Ach so. Ohne das Amulett habe ich nicht die Macht, mich ihnen entgegenzustellen. Aha. Wäret ihr bereit, danach zu suchen? Ja. Ich werde einfach hier warten und darauf achten, dass nichts Böses die Katakomben verlässt. Ja.
So. Ich habe Alessandras Dolch. Sie hat endlich beschlossen, ihn ihrem Vater zurückzugeben. Die gute Seele. Ich werde dafür sorgen, dass er so schnell wie möglich zu seinem Grab gelangt. Danke, dass ihr ihn mir gebracht habt, mein Kind. Möge Arkais Segen mit euch sein. Kehre zu Alessandra zurück. Ja, machen wir das noch schnell, komm. Und dann ist aber Schluss. Wir machen jetzt nicht mehr die Quest hier mit dem Dings. Mit dem Priester, der habe ich aus Versehen angenommen. Muss man da mal sehen, wann wir den machen. Zack, wir reisen gleich zurück. Und dann ist das in der Folge, in einer Folge mal abgeschlossen. Passiert ganz selten bei uns jetzt hier irgendwie, dass mal eine Quest in einer Folge in sich geschlossen abgeschlossen wird. Aber die war jetzt auch nicht schwierig und nicht groß. Von daher. Ich will noch den Eingang wieder finden. Ich hoffe, die pennt nicht. Halle der Toten. So, ich bin von meiner Reise zurück. Wo ist sie denn? Wo ist denn die gute Alessandra? Tempel von Mara. Alessandra, meine gute Pute. Guck mal, was hier. Ach so. Also die Pen. Leitet es mich wieder raus oder was? Das ist ein Witz. Ehre zu Alessandra zurück. Das ist. Die sehe ich hier irgendwo. Habe ich die irgendwo gesehen? Betet die hier irgendwo? Die ist unter uns wahrscheinlich, ne? Denke ich mal. Wer ist Delvin? Wer ist das? Markierung ist drauf. Halle der Toten? Oder ist sie in der zersplitterten Flasche? Ach hier. Die Alessandra. Pilgerreise ist vollendet. Ich spüre so ist es. Ich habe den Dolch übergebracht. Vor einer Weile spürte ich ein Streicheln auf meiner Wange. Ich hielt es zunächst für eine Laune des Windes, aber ich glaube, es war eine Nachricht von meinem Vater. Wir haben unseren Frieden geschlossen, ohne auch nur ein Wort miteinander gewechselt zu haben. Und zum ersten Mal in meinem Leben bin ich zufrieden. Ich danke euch. Bitte nehmt dies als Zeichen meiner Dankbarkeit für eure Selbstlosigkeit an. Gerne. Taubebuch, niedere Untod abwehren. Sehr gut. Danke. Seid vorsichtig da draußen. Na klar. Leg dich wieder hin. So. Dann haben wir noch Delphi jetzt. Hast du ja von den Berichten von der Diebesgilde. Und jetzt schon schlaflos. Weil wir so Krach gemacht haben. Ich geh mal raus. Ich glaube, die sind unter uns in der Diebesgilde. Ja. Ich glaube, wir müssen runter in die Diebesgilde, aber ist kein Problem. Wir sind jetzt quasi hier am Eingang. Hier so, ja. Was braucht ihr? Oh, Björnov. Was braucht ihr? Nix. Von dir schon gar nichts. Blöd, Mann. So, öffne zersplitterte Flasche. Sehr gut, sehr gut. Machen sehr gut.
Oh, da bist du. Sollen wir mal hin? Geht das? Hey, Brynjolf, also. Lasst mich raten. Er hat euch auf der Straße aufgegriffen und euch einfach ins kalte Wasser geworfen, um euch die kleinen, gemeinen Details zu verraten. Richtig? Ich denke, ich könnte noch ein paar Ratschläge gut gebrauchen. Mit dieser Einstellung kann man hier reich werden und ein schönes, langes Leben genießen. Wir beide werden gut miteinander auskommen. Also, solltet ihr euch als fähig erweisen, habe ich jede Menge Aufträge für euch, um die Gilde wieder ins Geschäft zu bringen. Okay. Schaut euch doch mal um. Die zersplitterte Flasche, die Gilde. Es geht alles vor die Hunde. Noch vor ein paar Jahrzehnten war es hier genauso geschäftig wie in der Kaiserstadt. Aber jetzt kann man schon froh sein, wenn man nicht über einen Skewa stolpert. Ach so, ja. Das stimmt. Das hat natürlich recht. Was ist denn geschehen? Pass darauf. Ich weiß, dass die anderen mich für leicht verrückt halten, so etwas zu sagen. Aber ich will offen mit euch sein. Irgendwer oder irgendwas da draußen ist verdammt sauer auf uns. Ich habe keine Ahnung, was dahinter steckt. Aber es geht nicht nur um uns beide. Wir sind verflucht. Okay, ein Fluch? Was können wir dagegen tun? Ich sage euch, was wir machen. Wir ignorieren diesen verdammten Fluch einfach und sorgen dafür, dass alles wieder so wird wie früher. Ah, okay. Da kommt ihr ins Spiel. Ich habe jede Menge Arbeit für euch, mit der ihr uns bei der Rückkehr zu altem Glanz verhelfen könnt. Ihr müsst einfach nur fragen. Dann kommen wir beide so sauber wie nach einem Bad aus der Sache heraus. Okay. Das machen wir aber nicht jetzt. Sonderaufträge der Gilde. Okay. Danke. Für Leute wie euch haben wir noch jede Menge Arbeit. Ja, das glaube ich. Gerne. Aber nicht mehr heute. Ich nehme jetzt auch nichts an. Hier wächst. Ich will nochmal reden. Seid ihr fertig oder nicht? Nee. Ihr habt auch schon Aufträge für uns. Wenn ihr verhaftet werdet, ist das eure Sache. Okay. Supi. Nice. Gut. Dann, denke ich mal, haben wir es geschafft. Heute 7,5 Stunden, knapp 8 Stunden. Das ist okay, denke ich mal. Oh, falsche Richtung. Ich wollte eigentlich raus hier aus der Hütte. Und ja, in der nächsten Folge, ja, mal sehen, wie wir was wir da anstellen. Auf jeden Fall werden wir noch ein bisschen in Riften rumeiern. Und wir müssen natürlich noch diese eine Zutat besorgen für diese andere Quest, die wir da gemacht haben. Da gibt es auch einiges zu tun, Rattenweg. Also wir müssen aber nochmal den Gesichtsmacher benutzen. Das ist auch noch ein Erfolg, beziehungsweise noch eine Quest, die wir abschließen können. Aber nicht jetzt. Machen wir nicht jetzt. Ratten. Nee, nicht Gewölbe. Ja, das war falsch. Ja, wir waren noch nicht so oft hier. Von daher kennt man auch die ganzen Geflogenheiten, die ganzen Feinheiten noch nicht so gut. Hier sind hier Pendy immer. Und hier ist, ja, die Zisterne. Und da können wir dann nach oben. Das Mörser. Das war zu, ne? Da fehlt, irgendwo ist hier ein Durchgang gewesen. Zum... Ja, da sind die Leiter. Ach, hier pennt der Björnulf. Er wohnt hier im Abwasserkanal. Sehr gut. Den Dieb haben wir leider nicht mehr getroffen. So ein Dieb? Wie kann eine bescheidene Dienerin von Talos euch behilflich sein? Talos segne euch, mein Kind. Oh, ich weiß, was mit eurer Tochter geschehen. Ich habe unsere Tochter Lilia zur Heilerin erzogen. Auf dass sie sich eines Tages um den Schrein des Talos kümmern und mich als Priesterin des Talos ersetzen möge. Als die Kämpfe um das Weißgold-Konkordat ausbrachen, lief sie weg, um sich den Sturmmänteln anzuschließen. Sie trug das Feuer ihres Vaters in sich. Wie konnte ich da Nein sagen? Sie ist da draußen gestorben, nachdem sie nur wenige Monate lang die Wunden der Soldaten versorgt hatte.
Wir haben ihre Leiche nie gefunden. Das Kaiserreich hat alle Toten verbrannt. Das tut mir leid. Er ist der Bewahrer aller Völker. So, und dann sind wir am Ende angekommen von dieser Aufnahmesession und von dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns natürlich beim nächsten Aufnahmesession und wir sehen uns in Sofengarde. So, und dann werde ich mich noch mal ganz kurz verabschieden jetzt hier an der Stelle. Es ist ja schon wieder irgendwie 1.45 Uhr oder was. Ich muss hier noch ein paar Sachen auch mal hochladen und schneiden und was weiß ich. Und dann sehen wir uns dann in der nächsten Folge, in der nächsten Aufnahmesession am Mittwoch wieder. Ich bedanke mich fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Endscreen.